Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Yay! Wir können uns einen neuen Geist bauen, denn wir haben extra mal nachgeguckt. Der Geist, den Kevin beim letzten Mal bauen wollte, wäre eine gute Idee gewesen zu bauen. Also machen wir es jetzt. Ach, wo war er denn jetzt, ne? Müssen wir leider nochmal durchgucken, wir haben das Rezept für das Vieh noch nicht. Ja. Wo ist Mr. Ghost? Ghost. Das ist ein tatsächlicher Geist da, also. Ja, mit lebhafter Fantasie. Ja. Der Lausegraus! Wenn sich dieser betrügerische Geist gerade nicht als Preis verkleidet, versucht er sich einen echten zu beschaffen. Ja, genau das. Guck mal, wird automatisch zum A-Rang und dann könnte man theoretisch hier noch Zeugs reinpacken, um die Ränge noch weiter zu erhöhen und man kann so sein lassen. Vielleicht gibt es ihm was halbwegs ordentliches. Das ist ja ein Magier. Ich meine, Schlafra werden wir nie benutzen. Hier kriegt Magiewert plus 2. Weil, warum nicht? Ja. Warum nicht? Schlafra. Braucht kein Mensch. Allerdings. Und da haben wir einen Lausegraus erstellt. Ist der nicht hübsch? Nein. Er ist der Mäkelfritze an Stimmung und kann Donnerwetter. Also keine gute Laune und. Ja, gut. Gib einem Namen. Der ja. Wir wissen ja schon, was in dieser Welt der Name sein wird. Ja, das ist. Franzois. Franzois. Franzose. Okay, Franzois. Sieht so aus, als würden Franzose und du sich auf der Stelle gut verstehen. Ja, wunderbar. Gruppe ändern. Ja, ich glaube, die Katze können wir am ehesten raustun. Ja, Vigra ist zwar noch nützlich, und na, obwohl ich will Immunität dringend haben, wenn wir beim Heilen nicht mehr abgebremst werden können, aber ihn können wir rauspacken. Der hat ja nichts Nützliches. So. Naja, bin ich Ballon und Ballonra und Attacke hast und Magie hast und Magiesphäre, was uns mehr Magie hochgibt, also ja. Er ist sehr nützlich. Er ist sehr nützlich. Und dann schauen wir mal eben auf seinen Link-Dingen, ob wir mit, obwohl, wenn er in aktiven Party kriegt, er sowieso mehr Punkte. Ich würde ihn auf jeden Fall für den Hund benutzen. Außerdem braucht er hier sowieso einen Link. Oder vielleicht erstmal für die Fledermaus, ja, damit der Hund. Hier unten haben wir dann Ballonra, wo wir hier Stufe 15 für brauchen, also braucht sowieso ein bisschen. Ein bisschen müssen wir damit erstmal kämpfen. Ja. Auf jeden Fall nehmen wir ihn mal mit. So möchte es haben, dankeschön. Ich glaube, der ist auch gar nicht so schlecht, wenn man den im Kampf benutzt, weil er tatsächlich angreift. Ja. Weil er halt Magie benutzt. So, dann können wir uns jetzt auf den Weg zu der Brücke machen. Ja. Ich schätze mal, sind dieselben Schatzrunden, die mich da erwarten. Ich vermute es auch. Es sind 4 Stück, also ja. Eine direkt fast am Anfang. Na, erstmal gehen wir die Cutscene. Lass mal gucken, was überhaupt passiert bei Riku. Ja. Ein Schatten! Schon Bosszeit. Hi, ich bin hässlich und lila. What? Boom, oh mein Gott, er hat Feuer gespuckt. Wie kann ein Boss es wagen, mich anzugreifen? Ja. In einer Cutscene. Danke, danke. Ach ja? Warum besiegst du ihn nicht einfach? Weil das erst der dritte Raum der Welt ist. Das wäre zu früh, um jetzt schon einen Bosskampf zu haben. Flieh vor Kriegsspeier. Ja. Kiste Nummer 1 mit Konfetti-Bonbons. Außerdem 10.000 Gegner unterwegs. Ballonra. Und Ballon. Na, der Boss nuked einen jetzt halt die ganze Zeit aus der Luft. Und was ein bisschen nervig ist. Ist ein bisschen sehr nervig. Aber wir haben ja Vitra. Ja. Außerdem das hier. Ja, ein bisschen paralysiert für einen Moment. Macht ja nichts. Alles gut. Man kann sich währenddessen noch heilen. Cola, cola, cola. Nehmt doch mal eure blöden Fässer hier von der Brücke runter. Ja, die brennen doch schon. So, Nummer 2. You're done. Habt ihr euch den Karren einfach mal über die halbe Brücke geschoben? Da freut sich jetzt irgendeiner, der das nicht mehr selber machen muss. Wir sind im Norden von hier aus, halt noch die beiden Kisten rechts. Relativ am Rand. Liebliche Einbildung. Katze, komm her. Stirb. Danke. So, haben wir mit Ballon getötet. Autsch. Frechheit. You're done! Wenn dann jemand da gewesen wäre. Pump, pump. Und tot. Außer den Ballons und Elektrostürze. Ja. Und warten wir alles. Und Vitras. Die sowieso. Ja.
So. Wie kannst du hier überhaupt drin reinschießen? Ich hab ein Dach über meinem Schädel. Ja, aber er trifft irgendwie nicht. Er schießt zwar rein, aber er trifft irgendwie nicht. Ja, ich war auch gerade im Schatztruhen öffnen. Ich glaube, währenddessen kann man nicht getroffen werden. So, und das waren alle Schatztruhen hier. Konfetti-Bonus oder sowas. Da kommt für die Bonbons. Ja, irgendwie mal. Oh, was tot? Tot! Nice. Ja. Gute Arbeit, Boss. Ja, da kam das Vitra ein bisschen zu spät. Ja, keine Immunität. Ja, das ist das Problem. Vor allem hat er verdammt viel Schaden gemacht mit dem letzten Explosionsdingen. Die Verkriegsspeier, ich glaube, wir haben die Kisten aber trotzdem noch, oder? Nein. Nee. Der komplette Raum ist komplett resettet. Sämtliche Erfahrungspunkte, alle Schatztruhen. Diesmal renne ich einfach durch. Die paar Gegner kann ich irgendwann noch töten. Da muss man sich nicht unbedingt von einem Boss die ganze Zeit malträtieren lassen, ne? Aber die Kisten da sind, glaube ich, gezwungen, gefehlt zu werden. Das sind unsichtbare Wände so lange. Schwachsinnigerweise. Das macht Sinn. So. Ja. Das hat allerdings kein Problem gemacht. So, jetzt hier. Hier drin. Drei. Und jetzt nur noch die letzte. Hinter diesem Wagen. Total unauffällig versteckt. Na. Ding Dong. So. Komm für die Bonbons 2. So, geschafft. Gut geflüchtet, Riku. Ja, also, hat sich gelohnt. So, nächstes. Flieh vor Kriegsspeier und, das ist dieselben. Zerschmettere alles im Weg. Ich gucke gerade. Ich bin mir sicher, ob es genau die gleichen sind. Der Rücken hat einen anderen Raum, ne? Nein, die sind hier nicht hundertprozentig gleich. Hier sind nordöstlich, nordöstlich sind hier drei Kisten und ganz im Süden, östlich in dem Seitengang sind zwei Kisten. War es das gleiche oder so, oder? Da waren halt drei so hier auf der Höhe, ja, etwa, wo ich jetzt bin. Die gleichen. Dann sind das die gleichen. Ja, auf der Seite des Hauses, einmal genau auf der anderen Seite des Hauses. Ja, einmal hier in der Ecke. Das sind die drei Kästen. Lecker! Boah, komm mal. Vorsichtig Schaden. Ja. Nein, ist abgebrochen worden. Ja. Der Heal war eigentlich durch. Möchte man mal. Gut, dass die Gegner hier nicht reinkommen mögen. Oh, da kommt der Nachspawn. Zum Glück machen die Münzen sicher daraus eine gute Arbeit. Ja, das halt so, dann ist die dritte hier und dann müssen jetzt noch zwei unten sein. Ja, genau. Die beiden am südlichen Rand. Genau, wieder genau die Dinger, die nebeneinander stehen. Das Ding hier gehen, das Ding hier gehen. Oh, eine Potion, sowas Tolles! Take this! Düstere Einbindung. Ja, und dann ist bei Riku nämlich der Ausgang hier unten, weil wir zum Stadtrand wollen und nicht zu den Zigeunern. Du hast beide Kisten geöffnet, ne? Ja. Gut. Stand aside, Captain Phoebus. I will not. What have these people done wrong? I have proof this family gave harbor to gypsies. That's not a crime. I can think of few crimes that are greater. No. What demon is this? Meiner. Oh, you are mistaken, Captain Phoebus. This is no demon. It is righteous judgment. Ja, genau. Gott hat diese Kreatur vom Himmel geschickt, um... blau, rot, lila, pink. Gelb, grün, orange. Der Schwanz ist bunt. Once you've fallen that far, there's almost no coming back. How dare you? I am a virtuous man. Gute Gelegenheit. Ja, das ist immer gut. Man auf dem Ohr, wo, einer, wo neben einem jemand sitzt, plötzlich nichts mehr hauen kann. So, vier Kisten gibt's hier wieder in dem Raum. Sofern der Boss jetzt nicht erstmal besiegt werden muss oder so. Na, erstmal lacht Frollo noch eine Runde. Und geht jetzt einfach mit seinem Dämon. Meins? No, you don't! Oh, doch, tut er. Ja. You alright? Ja, mir sieht gut aus. You didn't warn me. You should take it easy. I'll deal with Frollo. Thanks. Gotta tell you. Kein Junge ohne Rüstung. You wouldn't be the first. Sorry. Jeans. I'll admit, you look more capable than me right now. All right. Be careful.
Du könntest ihm zumindest ein bisschen Rüstung anbieten. Ja, du weißt nicht, dass Rico okay. keine Rüstung braucht. So, hier, nimm mal meine Schulterplatten. Halt, Schallgrätsche! Okay. Schallgrätsche, beziehungsweise Luftgrätsche. Drücke im Sprung Viereck für eine Luftgrätsche, um dich schnell vorwärts zu bewegen. Wenn du die Schallgrätsche angelegt hast, drücke während der Luftgrätsche Viereck, um ein zweites Mal zu beschleunigen. Außerdem dunkle Obsession. Yay, mehr Rückblicke. You've come to Paris in her darkest hour, Captain. It will take a firm hand to save the weak-minded from being so easily misled. Genau. Misled? Sir? For 20 years I have been taking care of the gypsies. Schau mal, nicht besonders erfolgreich, wenn es immer noch gibt. Nach 20 Jahren. I believe they have a safe haven within the walls of this very city. Was echt nicht effektiv. What are we going to do about it, sir? Stamp them out. One by one. You make your own dividends. Ihr drückt euch klar aus. Ja, das tut er. Viel klarer kann man sich nicht ausdrücken. Ja, guck mal, Speicherpunkt. Ja. So, 4 Kisten wieder in dem Gebiet. Pling, 1. Boah, die sind, glaube ich, nicht so schwer zu finden. Einfach in allen Ecken. Eine hier unten. Trip. Ballonra. Ballon. Trip. Und das ist tot. Hawk. So. Tigra. Komm schon, Ballonra sieht zu Tode. Okay, ist nichts mehr da. Ja. Ich bin ein Gegner. Du nimmst das doch auch nicht. So, Nummer 2. Danke, Riku. Danke, dass du es geöffnet hast. Ja. Ein Blockschoko. Zu gütig von ihm, nicht wahr? Ja. Dream Eater! Das hätte ich einfach mit dem Hund fusioniert. Ja. Wie geht die gut? Noch einen weiteren Glanzer noch eingesetzt. Und da ist er wieder. Ja. Und in dieser Kiste. Kling, kling, kling. Kling. Gleitsichel. Aha. Gleithaken, Gleitsichel. Mit diesem Kommando kannst du von mit Viereck ausgedrückten Gleitkommandos in einen Komboangriff übergehen. Aha. Drücke beim Rutschen X, um anzugreifen. Gleithaken und Gleitsichel müssen unter einem Gleitkommando angelegt werden. Aha. Ja, apropos, die Luftgrätsche kann man eigentlich auch mal anmachen. Gleitsichel. Gleitsichel darunter setzen. Die Gleitsichel möchte ich eigentlich gar nicht haben. Und die Luftgrätsche ist schon von Anfang an. Aber hier die Schallgrätsche. Nee, will ich auch nicht haben. Schon gut. Das Problem mit diesem, wenn du danach nochmal Viereck drücken kannst, um noch einen weiteren Boost zu bekommen, ist, dass man dann sofort angreifbar ist und das nicht so besonders nützlich ist. Okay. Man bekommt dadurch nicht wirklich mehr Reichweite, man ist dadurch nicht wirklich schneller und man ist dadurch nur noch angreifbarer. Also, ist ähnlich mit den Angriffen aus dieser Luftgrätsche raus, mit der Gleitsichel, das ist ähnlich. Das nützt eigentlich nicht wirklich irgendetwas. Aber man kann es machen. Ballons. Oh, Tod und Vernichtung gerade. Das ist die letzte Kiste. Ja, ich sehe. Kling. Schildkicks. Wunderschön. Kann nie genug Schildkicks haben. François hat Level 10 erreicht. Neuen Level. Rico hat einen neuen Level. Schön. Rico ist Level 11. Schauen wir mal eben, wie weit François inzwischen mit seinen Punkten ist. Er ist schon 30. Wir müssen mal Ballon holen, einen zusätzlichen, normalen Ballon. Boah, hilft schon mal. Schaden. Genau. Muss noch ein bisschen mit dem linken. Jo, einmal. Aber seine Leiste ist noch nicht voll, von daher konnte ich es bis jetzt noch nicht machen. Ballon! So, einmal Antigraf, einmal Ballongrad, zweimal Ballon. Jo. Schon mal eine gute Kombi. Das sieht schon mal ganz gut aus. Es wird bunter in unserem Menü. Eigentlich ist es gerade weniger farbenfroh geworden, weil wir es auf weniger verschiedene Kommandos untergesetzt haben. Ja, aber auf dem Schlachtfeld wird es immer bunter. Ja. Irgendwie war es in der Welt schon, ne? Was auch Räume angeht. Ja, du bist durch. Das war's. Jetzt gehen wir zurück in die Zitadelle, weil du hast deinen Friedhof gar nicht. Dieses gesamte Untergrundgebiet gibt es für Rico einfach nicht. Ja. Mit dem ich in Sora gerade drin bin. Und dafür habe ich später andere Welten, die bei mir größer sind als bei dir. Dafür seltener. Besiege alle Gegner 20 Sekunden. Sure.
Wie schwer kann es schon sein mit Ballons und Ballonra? Ballon! Ballon! Von Ballonra abgeworfen. Wenn du Ballonra abbrechst, ist es nicht schlecht. Kein Führer aus die Viecher. Ja, das war's. Scheiße aus. Ich weiß nicht, warum das viel, so viel weniger Schaden von dem Ballons genommen hat, die anderen beiden, aber scheinbar hat es das. Haben die anderen wahrscheinlich gerade alle zusammengepoppt. Egal, ist sowieso nur Königskuchen oder so, was man dafür zusätzlich kriegt. Die SP kriegt man dafür immer noch voll. Also, 40 SP. Edle Fantasie. Und ein Neko-Katzen-Rezept. Ein Katze-Katzen. Die Katze-Katze. Ja, die Katze-Katze. Wir sollten unsere Katzen auch Cat-Katze nennen. Sollen wir ja. Wenn wir konsequent wären, würden wir das tun. Willst du was einsaugen? Achso, das ist meiner. Ist deiner. Der arbeitet. Ja, der tut Arbeit. Wie gesagt, die Zauberer in diesem Spiel, die tun tatsächlich ab und an mal was. Ja, weil die können sauber einsetzen. Im Gegensatz zu den physischen Angreifern, die ja Probleme haben. Ja. Irgendwas zu tun. Ihr müsst halt so wieder hinlaufen, ne? Ja. Das ist nicht so. Da braucht man KI und so weiter. Ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Ja. Riku? Du kannst an die Stange ran. Danke. Nope. Hab ich nicht. Agro-Löwe. Oh. Außerdem Explosionen! Ja. Ja. Wie gesagt, jetzt müssen wir eigentlich nur den gesamten Weg wieder zurückkommen. Jo. Nur, dass wir auf dem Hinweg die Gegner hier nicht killen konnten aus Zeitgründen. Ich meine, auf dem Hinweg habe ich es getan, aber dann nicht mehr. Also beim ersten Mal versucht den Hinweg. Hinweg. Ja. Zügellose Einbildung. Ist nett. Hintergrund Combo. Und noch so ein hässliches anderes Viech. Ja, ein paar XP zusätzlich. Hüpf, hüpf. Führe mindestens 3 Angriffe aus. 2, 1. Ja, das Ding habe ich auch eben gemacht, als ich hier war. Sollte es eigentlich genau die gleiche Herausforderung sein. Dann ist er geschafft. Und der 4. Angriff tötet ab. Naja, wie ist es? Hochschwierig. Es ist enorm schwierig, den Kreis und den Viereck und den X-Knopf in der Reihenfolge zu drücken. Braucht Übung immer. Ja. Viele Leute schaffen sowas nicht. Und wir kriegen 10 SP. Und einen Schildkeks. Ich meine, es ist immer noch nicht annähernd so schwierig natürlich, wie dauerhaft den Viereck-Knopf zu spammen, um Attacken in Birth by Sleep auszuweichen. Ja, gut. Das war das Schwierigste, was ich je getan habe. Außerdem, Combo, Combo, Combo. Na, Realitätswandel immer wieder eingesetzt. Brauche immer noch Kills damit. Für die Trophäe. So langsam aber sicher blinkt der Sturz. Ja. Diesmal kann ich vielleicht in der Bonuszeit auch Gegner töten, um dir ein paar Bonus-SP zu geben. Mal gucken, wie das funktioniert. Noch hat die Bonuszeit ja nicht angefangen. Nee. Ich schätze sie nicht, noch gibt es keine Punkte. Ein bisschen braucht er noch. Ballons! Erhabene Einbildung. Ja, ganz viele tolle Sachen. Die das Leben schöner machen. Das auch. Da müssen irgendwo Gegner sein, weil jetzt geht's ja um nicht mehr großartig was anderes als noch eben ein paar SP zu sammeln. Kannst du auf den Hochbrüller gehen. Ich glaube, da kriegst du noch eine große, böse Animation. Bevor mein Sturz kommt. Bonuszeit! Du hattest nichts Sinnvolles, dann kann ich ja noch auf den Platz gehen. Der Platz. Ja. Gibt bestimmt auch genügend Monster jetzt. Es brennt! Was zündet denn die Kathedrale an? Nero? Schauen wir nur ein Hexenfeuer, das allerdings alles rot leuchten lässt hier. Wirst du das durchstehen? Nein, sie ist tot. Wirst du es durchstehen, die Frau, die keinerlei äußerliche Verletzung hat? Nein, ich bin tot. It's up there. Right. Ja, wie ist mir das nicht aufgefallen?
Okay. Wait. Wait, I'll go with you. Nein, es gibt keine Partymitglieder in diesem Spiel. Thanks. Ja. But stay with her. Wir haben dafür haben wir schon Boris und François. Ja. Quasimodo. Did your heart have the answer? Riku muss immer so philosophisch werden. Ja, dringend. Das ist Riku. Es könnte sein, dass der Bosskampf jetzt anfängt in der Bonuszeit. Dann kann ich dir keine zusätzlichen SP geben. Nee, nee. Muss ich tatsächlich noch irgendwo langlaufen? Der Bosskampf muss erst hochgehen. Es sind keine Gegner da unten. Man muss auch reingehen in die Kapelle. Da müssten auf jeden Fall die üblichen Monster rumlaufen. Kirchenschiff! Für die letzten 16 Sekunden. Ach, die Gags. Well, I guess you three got this covered. It was a walk in the park. How would you know? You don't have any legs. Man kann doch ohne Beine einen Spaziergang machen. Both of you pipe down and get ready, because here comes some more. Hunde! Ich habe das Gefühl, ihr darfst auch nicht kämpfen. Ja, das dumpfe Gefühl kriege ich langsam auch. It's up there. Und für den Boss habe ich definitiv nicht genug Zeit. Nee. Also ich würde jetzt einen Wecker werfen und habe ich auch so mehr oder weniger wieder komplett eine Leiste zu laufen. Also, stürzen wir. Ja, gut. Was ist das? Man kann mit Dreieck hier durchschalten, ob man ein oder zwei Stufen springen will. Das wäre jetzt das nächste. Wurde jetzt reinfällt. Gefährliche Winde, riskantes Sturztempo. Und stärke Gegner. Ach, deshalb habe ich auch höheres Tempo gehabt, die 1,3, weil aktuell dieses Wetter ist. HP-Schaum, HP-Boni, das könnte ich dir stattdessen geben. Ich habe noch nie gesehen, in was für einem Menü du da bist. Ich weiß überhaupt nicht, worum es gerade geht. Wenn du aktiv Sturz einleitest, kannst du hier über Dreieck. Dann siehst du jetzt gerade ist Wetter, gefährliche Winde, riskantes Sturztempo und stärkere Gegner. Das heißt, du hast maximal dieses Minimaltempo von 1,3. Dafür, wenn du Geister baust, kriegst du aber auch einen höheren Rang. So, jetzt kann ich mit. Jetzt als nächstes würde kommen gefährliche Winde. Ich kann aber, glaube ich, auch noch einfach mal ein weiteres Mal Dreieck drücken und dann kommt HP-Schauer hoch. Ich glaube, das geht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Versuchen wir es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ja. Kling. Tot. Folgt dem Abdach zum Dach oder stürzt halt einfach. 194 hast du, bitteschön. Juhu. Ja, da müsstest du doch einiges für auswählen können. Das ich kann es beim Stehaufmännchen holen, das solltest du auch tun. Okay, kriegen wir dadurch die Fähigkeit einfach? Ja. Dadurch haben wir jetzt beide das Kommando Stehaufmännchen. Dann nehme ich auf jeden Fall Magievorteil 2 und auf jeden Fall Sturzdämpfer und dann nehme ich Angriffsvorteil 1. Jo, dann kriegen wir noch 14 Taler zusätzlich. Yay! Wollen wir es in Empfang nehmen? Sure. Ja. Wenn dich ein gegnerischer Angriff durch die Luft schleudert, kommst du mit Stehaufmännchen zurück in den Kampf. Ja, das Übliche. Wenn du durch die Luft geschleudert wirst, drücke Viereck, um zu kontern. Das musst du allerdings auch tatsächlich ins Deckkommando reinpacken, sonst hast du das nicht. Ja, klar, machen wir gleich. Da wären wir wieder. Bling. Gucken wir mal eben, dass ich ja nicht vergesse. Deck bearbeiten. Achso, ist ein Deck bearbeiten, okay. Ja, und dann musst du auf Aktionskommandos gehen. Und dann suchst du dir irgendeinen leeren Platz. Da zum Beispiel. Genau. Und dann kannst du da Stehaufmännchen. Ach ja, gut. Das ist ja nützlich. Jo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf Soras Seite des Universums. Genau, wenn Alex die Gruppe editiert, damit er auch François mit in der Gruppe hat. Ja, genau das. Und all solche schönen Geschichten. Ich war gerade kurzzeitig extrem davon verwirrt, dass ich Boris im Hintergrund hinter Boris fliegen sehe. Die sind gleich vier Boris auf einmal im Bildschirm. Okay, bis dahin, see ya. Aloha.